Und was darf man bei den Mandeln natürlich auch nicht fehlen? Haben wir eben gerade gar nicht dran gedacht, weil wir keinen Strom hatten. Natürlich so ein paar Infotainment. Ein kleiner Fernseher hier nochmal hin. Und dort wird das Bildungsprogramm natürlich vom Mandrill gezeigt. Wir haben ja, wie gesagt, auch einen Bildungsauftrag hier. So. Wie will ich denn mit Wasser spielen? Na? Ah, Wasser ist gut, ne? Lass mal eine kleine Dusche nehmen hier. Muss ja auch nett aussehen für die ganzen Besucher, die hier rumstehen. So. Und das Spiel eignet sich halt hervorragend für Screenshots. Also wirklich hervorragend. Mesi ist hier unser Alpha-Weibchen, das Alpha-Tier. Und er hat hier auch halt gerade Bock und sucht jetzt mal ein bisschen nach Essen. Ja, das schmeckt, ne? Das schmeckt. Das ist natürlich Publikumsmagnet hier, Affen. Also, das ist faszinierend. Überlegt, dass wir auch vom Affen abstammen. Bei manchen Menschen denkt man vielleicht, dass sie sich zum Affen zurückentwickelt haben, aber das ist ein anderes Thema. Was machen unsere Pfauen denn hier? Wir gucken mal. Beim Alter. Die sind langsam, also der erste V-Nachwuchs ist langsam, also zählt noch als Neugeborenes. Aber auch da können wir damit rechnen, dass wir da demnächst auf jeden Fall welche verkaufen können. Apropos verkaufen, wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche Mandrills auf dem Tiermarkt nochmal kriegen. Weibliche zumindest. Aber gerade nicht so aus. Also der Markt ist gerade leer gefegt. Ich glaube, jeder möchte Mandrills haben. Dafür haben wir was abgeschlossen. Forschung, Veterinärforschung für die Mandrills müssen das sein. Yep. Wir haben hier die erste Forschung, war einen Fakt. Und ich habe in anderen Parks, habe ich ja schon fertig geforscht gehabt hier. Und der Mandrill ist die größte Primatenart der Welt. Mandrille, das Mehrzahl von Mandrill ist Mandrille. Leben in Herden, die aus bis zu 1300 Exemplaren bestehen können. Mandrillweibchen leben in Familiengruppen und helfen sich gegenseitig beim Großziehen der Jungtiere. Mandrille haben große Backentaschen, in denen sie Futter aufbewahren. So verstecken sie oft Nahrung vor anderen Gruppenmitgliedern, um sie später in Ruhe fressen zu können. Sehr interessant. Dann haben wir noch die kräftigen Farben des Gesichts und des Gesäßes von Mandrillmännchen ist auf Testosteron zurückzuführen und zeigen seine Dominanzstufe an. Also zum Glück ist es bei uns Menschen nicht so. In Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl schrieb Charles Darwin, kein anderes Glied der Klasse der Säugetiere ist in außerordentlicher Weise gefärbt als der männliche Mandrill, wenn er ausgewachsen ist. Okay. Okay. Der Charles Darwin kennt sich aus. Und die werden natürlich auch ziemlich alt. Wir sehen schon, wir brauchen definitiv mehr Mandrills hier. Mandrille. Wir haben es gelernt, Mandrille heißen sie. Die Technikerforschung läuft auch gerade noch, wie für die Transportfahrgeschäfte. Da geht dann gleich auch noch was. Und wir bekommen als nächstes bekommen wir besseres Futter für die Mandrille und auch Spielzeug, wenn das denn hier fertig geforscht ist. Gucken wir uns mal die Mitarbeiter an. Sieht aber soweit auch ganz gut aus. Tierpfleger sind ganz gut beschäftigt. Auch den können wir nochmal weiterbilden hier, den Tierpfleger. Unser Zoo macht jetzt gerade einen Gewinn. War nicht viel, aber ein bisschen. Das ist schon mal ein Anfang. Und glaube, wir kopieren mal hier den Getränkestand und packen hier an die Ecke. Upsala. Hier in die Ecke packen wir auch noch mal einen rein. Also hier oben.
So. Und ich da ran nochmal, zack. Und dann stellen wir natürlich noch einen weiteren Verkäufer ein, den brauchen wir hier. Das sind halt hier die Publikums-Hotspots und da wollen wir natürlich auch ein bisschen was verkaufen. Natürlich haben wir jetzt fett Minus durch die Sachen, die wir uns gerade angeschafft haben. Gucken, ob wir mal einen neuen Mandrill bekommen. Wir brauchen definitiv mal Weibchen. Ah, Mandrill. Immer noch Männchen nur noch. Schade. Ist eigentlich gut, wenn wir jetzt noch Weibchen kriegen. Sind hier zwei neue Männchen auf den Markt gekommen. Helfen uns aber auch nicht so weiter. Weibchen. Wir brauchen Weibchen. Manchmal hilft auch das erneute Anklicken hier, dass wir den Markt aktualisieren und auch sondieren. Aber im Moment sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ich würde hoffen, dass sich unsere hier fortpflanzen. Immerhin ein Weibchen haben wir. Oder hatten wir eins oder zwei Weibchen? Gucken wir mal. Ein Weibchen haben wir. Ja, das Klettergerüst, die Klettergerüste werden hier gut genutzt. Auch wenn ihr gerade einen 360 No-Scope gemacht habt. Schau mal in die Augen, Kleines. Los, schnapp dir ein Weibchen. Los, komm. Schnapp dir ein Weibchen. Na komm, ja. Tanz dich fort. Oder ist das hier das Alpha-Männchen? Ja, ich glaube, wir haben noch kein Alpha-Männchen hier. Aber das Weibchen kommt jetzt. Oh, wir haben was. Moment. Veterinärforschung abgeschlossen. Das heißt, wir haben für die Mandrill zwei weitere Gegenstände freigeschaltet. Das ist jetzt einmal besseres Futter und ein bisschen Spielzeug nochmal. Das kann sein, dass wir das Spielzeug schon haben. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Ja, wir haben den Filter für Mandrill noch drin und hier ist jetzt nichts Neues dabei. Oder haben wir das Spiegelmobilier schon aufgebaut? Bin mir gar nicht mehr sicher. Wenn nicht, bauen wir es jetzt mal hier hin. Und hier auch nochmal eins drauf. Ihre CD-Sammlung auch mit dabei. Plattenspieler an, ab geht's. Und das hilft natürlich für das Wohlbefinden der Tiere hier. Soziale Gruppe ist halt, naja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir hoffen einfach mal, dass wir da jetzt halt noch ein paar Tierchen kriegen. Wir müssen auch hier wieder einen Techniker rufen. Von hier aus kann man das Tier gut sehen. Oh, endlich mal. Oh, das Tier sieht einsam aus, ja. Das kommt davon, wenn wir geile Tiere finden auf dem Markt. Auch ein Mandrill. Wir brauchen dringend Mandrills. Aber hier auch schon wieder komplett leer gefegt. Und die teuren hier für die Artheilungspunkte, die möchte gerade keiner kaufen. Was wir mal versuchen können, wir haben hier noch einen Wolf. Der hat eine Bewertung von 1533. Und wir schauen mal auf dem Tiermarkt, was uns denn so ein Wolf bringen würde. Ja, 10.000 ist ein fairer Preis. Finde ich absolut gerechtfertigt. Mit einem Fruchtbarkeitsgehen von 0. wir können uns hier so ein bisschen dann orientieren. 535. Hier haben wir einen für 100. Hier ist auch einer für 100. Ich denke mal, wir könnten den vielleicht loswerden für 50. Wir testen mal, ob wir den für 50 loswerden können. 50 verkaufen. Schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Aber Wölfe sind in der Zucht auch relativ einfach. Von daher ist es bei den Faulen ist noch einfacher, die zu züchten. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich schwer werden, die irgendwie auf dem normalen Markt loszuwerden. Den können wir leider noch nicht weiterbilden, den Tierarzt hier. Wir versuchen, die Verkäufer einfach mal weiterzubilden.
Schau mal, Techniker können wir auch mal weiterbilden hier. Den Tierpfleger auch. Die werden dann zwar gleich alle mehr Geld verlangen, aber ich denke, das können wir uns, naja, eigentlich können wir es nicht leisten. Wir machen es aber trotzdem. Ah, wir können den Eintrittspreis natürlich ein bisschen erhöhen. Fällt mir gerade mal auf. Aber was hat er hier? Okay. Die sagen gerade auch nichts. Können wir uns gerade hier an. Preis ist einfach klasse. Ja, dann erhöhen wir mal um 2. Und hoffen mal, dass die Leute immer noch sagen, dass der Preis klasse ist. Hm, nicht hoch. Okay. Dann gehen wir auf 5 und 4. Wir wollen halt möglichst viele Leute hier reinkriegen. Das ist ziemlich gut. Okay. Schauen wir mal hier. Das ist ziemlich gut. Okay. Wir lassen das erstmal so auf diesem Level. Und die Inspektorin hat beide Gehege mit 5 Sternen bewertet. Sehr gut. Das heißt, die Reputation unseres Zoos ist sehr gut. Trotzdem brauchen wir Tiere. Vor allen Dingen Mandrills. Das ist ein ewiger Kreislauf in den Mandrills hier. Aber wenn wir die erstmal haben, dann geht's rund. Aber auch nur Männchen. Das ist halt... Oh Gott. Ja. Haben wir bekommen. Ab in den Affenstall. Zack. Vollkommen egal, was ist. Ich glaube, damit war irgendwas nicht ganz in Ordnung. Oh, wir haben hier ein Tier. Das Tier aus den Transportboxen rausholen. Warum auch immer die gerade hier drin waren. Soziale Gruppe pendelt sich langsam ein. Ganz langsam. Warum die Qualität der Flüssigkeitszufuhr nicht so gut ist, weiß ich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Weil eigentlich sollte das hier, die Wasserleitung hier unbegrenzt sein. Na, wird sich hier angenähert? Ja? Was geht hier ab? Hm? Oh. Ja. Ihr habt euch lieb, oder? Wurde die jetzt gerade geschwängert? Vielleicht? Die wurde geschwängert. Mit einem Handtouch. Okay. Hey, wir kriegen Mandrill-Nachwuchs. Januar, Jahr 6. So ein halbes Jahr noch, dann haben wir hier die ersten Mandrill, den ersten Mandrill-Nachwuchs. Und habt ihr gesehen, wie das funktioniert? Einfach Touch, Touch. Und fertig. Sehr gut. Sehr gut. Wir kriegen Mandrill-Nachwuchs. Geil. So, die Leute haben immer noch Durst, obwohl hier direkt die Trinkbude ist. Und wir haben die Preise nicht mehr erhöht von der Trinkbude. Die Mitarbeiter wollen mehr Geld haben. 1600 müsste hier in Ordnung sein. Und hier sind es wahrscheinlich 2,5. Ach, 2,5 nicht, 2,6. Ja, 2,6 ist okay. Hier brauchen wir wahrscheinlich 2,9 vielleicht. Das reicht nicht, 3000. Auch nicht. Alter, 3.100. 3.100 passt. Sehr gut. Dann haben wir jetzt aber einen super ausgebildeten, also einen perfekt ausgebildeten Tierarzt, der nicht forscht. Forsche an den Mandrills. Weil hier unten kommen nämlich die guten Sachen jetzt hier. Also wir müssen jetzt hier nochmal einmal plus 50% Info und einen Wissensfakt, den wir jetzt gleich freischalten oder freischalten würden. Wir brauchen aber halt hier unten die Sachen. Und bei der Technikforschung sollen die weiter hier an unserem 4x4 Abenteuertour forschen. Ja, wohl nicht wahr sein. Kann nicht so schwer sein hier. So. Oh, hier wird sich ein bisschen gekabbelt. Hier wird hart gefightet. Und die Veterinärforschung ist abgeschlossen für die Mandrills. Zwei neue Gegenstände haben wir erhalten. Ne, wie schon eben gesagt, jetzt forschen wir hier an einem Spielzeug und hier an einer Futterspielzeugbox und plus 15% Bonus auf Paarung.
Und ja, er ist verletzt, also durch den Kampf eben gerade. Rufen wir mal einen Tierarzt. Aber die Leute kommen jetzt ein bisschen mehr in den Park rein. Wir machen jetzt auch wieder ordentlich Gewinn. Was gut ist, und die Leute schmeißen halt ein bisschen Geld in die Boxen rein. Aber war noch nicht so viel. 1,7, ja, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Was denkt sie denn hier? Ah, die freut mich, dass die Tiere so gesund aussehen, die Mandrille. Fantastisch. Wir bauen natürlich noch ein paar Sitzbänke oder ein paar Sitzgelegenheiten hier. Wenn die, glaube ich, bisher noch nicht genutzt werden von den Besuchern, ist das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch niemals jemanden auf der Bank sitzen sehen. Vielleicht ist es in der Beta noch nicht implementiert. Aber ich erziehe die Sitzgelegenheiten trotzdem ganz gerne immer mal zwischendurch. Also nur sicherheitshalber. So, das Tier ist verletzt. Ja, das wird aber auch gerade in die Krankenstation gebracht. Und das können wir uns auch mal anschauen, wie das aussieht hier. Hier ist nämlich die Krankenstation. Und gibt es ein Ultraschallgerät. Und das Tier wird hier halt wirklich hier hingelegt. Und die kümmern sich jetzt darum. Also hier wird das Tier jetzt gerade gepflegt. Ja, was ist denn da los? Mal gucken. Ja, ja, da müssen wir wohl mal den Arm amputieren hier. Und dann ist es halt hier, das finde ich halt schon, das finde ich halt richtig, richtig gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, wie hier ein Elefant reinkommen soll, aber gut, das sehen wir irgendwann. Oh, hier war schon der Nächste. Auch hier wieder Mandrillweibchen. Ist das die schwanger ist? Nee. Nicht. Oh, ein Tier ist entkommen. Was? Wie ist denn der Mandrill hier entkommen? Halte ich für ein Gerücht, dass der hier entkommen ist. Was? Hä? Okay. Denken wir nicht drüber nach. Fragen wir einfach auch nicht drüber nach. Also ignorieren wir das, was gerade passiert ist. Und packen es unter Dinge, die in der Beta passieren. Also der Wolf ist immer noch da. Der geht wahrscheinlich auch nicht weg. Nehme ich mal an. Gucken wir mal, ob wir Mandrill kriegen. Vielleicht für Bargeld wäre natürlich am besten. Ein Weibchen 1048. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Ab in den Affenstall. Gut, gucken wir mal, was bei den Pfauen los ist. Oh, ich glaube, die sind welche ausgewachsen, glaube ich. Ach, die Pfauen haben Nachwuchs bekommen auch gerade noch. Okay, mal wieder. Und hier sind ausgewachsene Tiere. Die schauen wir uns noch mal an. Ah, hier ist er hin. Jo. Ja, wobei, gucken wir mal, was sagt denn unser Status hier? Das passt aber auch die die Erwachsenenpopulation. Das ist noch okay. Könnten wir erstmal nochmal kurz ein bisschen hier lassen. Auch wenn unsere beiden Tierpfleger hier ziemlich, ziemlich überlastet sind. So, den bilden wir mal weiter. Den bilden wir auch weiter. Und wir haben jetzt im Moment ja gerade zwei Tierpfleger. Hier müssen wir nochmal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch knallen. 2000 sollten hier passend sein. Nee. 2100 vielleicht. Ja, damit ist er zufrieden, alles klar. So, hier wird noch weiter geforscht, sehr gut. Damit wir endlich mal das 4x4 Offroad-Fahrzeuge hier haben, mit denen wir dann durch den Park cruisen können. Beziehungsweise auch durch einzelne Gehege. Denn ein weiterer Plan ist, dass wir ein riesengroßes Gehege mit ein bisschen afrikanischen Tieren, also Giraffen, Zebras, Elefanten, Tiger, Löwe, wobei Tiger ist nicht gerade afrikanisch,
aber zumindest mit Löwen hier reinpacken und da lassen wir dann so einen kleinen Jeep durchfahren. Das wäre halt mega cool. Das würde ich dann mal hier nachher hinstellen. Das würde vermutlich ziemlich viel kosten. Und dementsprechend es ist es umso besser, dass wir hier ein paar Mandrills haben, die sich fortpflanzen. Denn wir haben es gesehen, der Markt für Mandrills ist halt ziemlich, ziemlich leer gefegt. Wir haben den 25. Dezember, das heißt, unser Weibchen hier wird bald Kinder kriegen. Die wird hier im Januar. Jetzt haben wir ein bisschen Vorspulen. Die müsste eigentlich dann gleich da sein. Schauen wir einfach mal. Nachwuchs erwartet. Gehen wir mit der Kamera mal drauf. Gucken wir mal. Na? Wo sind die kleinen Babys? Na komm. Jetzt kommen die Babys, oder? Ja, ein kleines Mandrillbaby ist da. Wunderbar. Der erste Mandrillnachwuchs hier im Park. Ja, da wird sich erstmal der Bart gekratzt, ne? Ja. Sehr gut. Ja, also ein kleines Mandrillbaby. Wir sehen es ja nicht so ganz so gut. Es ist noch ein bisschen bei der Mama versteckt. Aber hier ist es. Es ist ein Männchen, okay. Aber wenn wir uns Bewertung anschauen, Größe 41%, Lebenserwartung 58%, Fruchtbarkeit 66%, Immunität 83%, Attraktivität 6000. Ist natürlich schon mal eine Ansage. Ist eine Ansage. Und das zieht halt richtig, richtig Besucher an. Während wir hier schon wieder ein schwangeres Tier haben. Moin. Jo. Ah ne, nicht er. Sie. Er hat sich auch gerade nochmal umgedreht. Was meinst du mich? Oder was? Wir haben drei neue Gegenstände. Genau, wir haben für die Mandrills neue Gegenstände freigeschaltet. Eine Spielzeugbox, das ist ganz gut. Die brauchen wir nämlich auch für die Mandrills ganz dringend. Gehege. Hier die Pappbox. Die Pappbox für die Mandrills. Zack. Da packen wir mal ein paar Boxen hier rein. Und der Junge ist, glaube ich, also ich glaube, dem geht's echt gut hier. Ich glaube, das sieht ganz, ganz gut aus. Ja. Haben wir noch irgendwas freigeschaltet zufällig? Wasserschüsse, Wasserleitung, Sprinkler. Ich glaube, wir haben noch so eine Futterplattform, die wir auch mal irgendwo hin platzieren können. So. Und ich weiß noch nicht, wie die Flieger da raufkommen. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, weil es ist eine Futterplattform für einen Baum, die 2 Meter groß ist, und ich weiß halt nicht, wie hier Futter hinkommt. Bin ich ehrlich. Ja, ob da Futter hinkommt oder nicht, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ja, ein bisschen spoilern, ich habe auf jeden Fall gelernt. Ich weiß jetzt, wie die Station funktioniert, die Futterbox. Woo! Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung rein. Wenn es noch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da, lasst ein Abo da. Vielen Dank, sagt euer Metalizer.